Cold Calls arbeiten mit Druck und ich ziehe es vor, dass Menschen sich selber überzeugen und das ist der Weg der Leads. Dränge oder besteche deine Kunden nicht. Ich bin kein Freund von Cold Calling. Ich kann das. Ich habe ja so mein Versicherungsgeschäft aufgebaut, als ich 26 Jahre alt war. Ich hatte dann schließlich nach 2 Jahren 500 Mitarbeiter, denen ich das beigebracht habe. Cold Call, hart, Druck, verkaufen. Wir haben sehr viel Geld verdient. Aber, und das ist so heute etwas, was mich umtreibt, das habe ich damals nicht so durchdacht, aber heute weiß ich, Cold Call hat immer etwas damit zu tun, dass der Kunde sich nicht selber überzeugt. Ich drücke die Überzeugung in den anderen rein. Verkaufen durch Druck. Da wird nicht eine wirkliche Kundenbeziehung aufgebaut. Cold Calls arbeiten mit Druck und ich ziehe es vor, dass Menschen sich selber überzeugen und das ist der Weg der Leads. Du machst einen aus einem Kalten einen Interessenten, der überzeugt sich und dann wird er ein Kunde. Mache also aus kalten Menschen, die dich nicht kennen, Interessenten, das sind warme, und dann gib diesen warmen so viel Information, so viel Move the Free Line Content, dass sie heiß darauf werden, zu kaufen. Und so baust du dann eine wirkliche Kundenbeziehung auf. Leads, das ist das Schöne, das ist so sexy daran, funktionieren ohne Druck. Und dann sorge dafür, dass deine Kunden auch zwischen warm und heiß bleiben. Die sollen sich nicht erst abkühlen, denn wenn du sie sich total abkühlen lässt, dann ist es fast wieder wie Cold Calling. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich hier sage, wenn die sich abkühlen. Es gibt Leute, die sagen, ich darf meiner Liste nicht zu viel zumuten. Ich darf denen nicht zu viel verkaufen. Dann fühlen die sich irgendwie gegängelt und dann melden sie sich aus der Liste ab. Sollen sie. Buy or die. Das ist ganz wichtig. Nur mach es elegant, mach es mit Leads. Aber bringe ihnen immer Angebote, immer wieder Angebote. Du kannst deine Kunden nicht vor dir beschützen, indem du ihnen keine Angebote machst. Dann bist du nicht überzeugt von dir. Und dann hast du die falschen Kunden. Der Zweck einer Kundenbeziehung zu deiner Firma, vom Kunde zur Firma, von Firma zu Kunde ist, der Kunde will etwas kaufen, das muss man deutlich sagen, und die Firma will etwas verkaufen. Ganz einfach. Also erlaube nicht, dass deine Kunden sich abkühlen. Nutze also immer wieder Leads, um festzustellen, wer bereits eine bestimmte Wärme für das Thema, für dieses bestimmte Thema in sich trägt. Und suche also immer wieder die warmen Interessenten, indem du Leads erzeugst. Und dann bietest du ihnen etwas an, also du erhitzt sie. Du solltest also immer Kunden vorqualifizieren, bevor du ihnen etwas verkaufst. Haben wir eben schon gesagt, aber es ist so wichtig, dass wir das wiederholen. Wenn du das gut machst, dann machst du es immer wie Pareto. 80% antworten nicht. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe, die 80%, die nicht antworten. 20% antworten. Und denen kannst du etwas verkaufen. Das ist Soft Selling. Und das ist unfassbar wirkungsvoll. Verstehe, dass Intimität der Schlüssel zum LCV ist, zum Live Customer Value. Intimität. Intim, das ist so, dass du verstehst, deine Kunden bilden deinen Stamm. Behandle sie auch so. Schaffe eine familiäre Atmosphäre. So wie in einem großen Stamm ist ja, da ist ja auch nicht jeder gleich, aber jeder in Bezug auf diese Produkte, die du hast und die Philosophie, die du hast, hat eine ähnliche Meinung. Also der Stamm, das sind ganz unterschiedliche Leute, die aber eine gleiche Meinung, ein gleiches Gefühl in Bezug auf dich, deine Firma, deine Produkte haben. Schaffe es, dass deine Kunden stolz sind, zu deinen Kunden zu zählen, in deinem Stamm zu sein. Halte regelmäßig Kontakt zu deinen Kunden, informiere deine Kunden darüber, welche neuen Produkte du planst, welche neuen Produkte du entwickelst. Lass sie teilhaben. Auch hier gilt Intimität und familienähnliche Atmosphäre. Sei immer ehrlich und klar zu deinen Kunden. Lüge sie nicht an. Denn wenn du das tust, hast du vielleicht einen kurzfristigen Vorteil, aber du verlierst den Kunden.